Als am 11. Mai Holstein Kiel mit einem 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machte, schaffte damit Schleswig-Holstein erstmals den Sprung in die Bundesliga. Holstein Kiel vollendete eine Serie von tollen Leistungen. 2015 noch in der Relegation zur zweiten Bundesliga gescheitert, 2017 aufgestiegen, 18, 21 jeweils in der Relegation zur Bundesliga gescheitert. Jetzt ist es soweit, das erste Bundesligaspiel für Holstein Kiel zu Gast in Hoffenheim. Gab es bereits im DFB-Pokal 2021, da gewann die TSG 5:1. Tolle Geste der Gastgeber, die Hoffenheimer in Weiß. Damit kann Kiel in den Landesfarben von Schleswig-Holstein spielen. Auf dem Platz aber Hoffenheim mit starkem Anfang. Erste Chance für Bülter gegen Weiner. Hoffenheim mit André Kramaric ist auf Wiedergutmachungskurs nach einem schwachen Auftakt im Pokal gegen Würzburg. Das ist Bülter. Nächste Chance für die TSG. Marius Bülter. Am Freitag noch wurde Haris Tabakovic aus Berlin verpflichtet. Er wird zusammen mit Kramaric für die Hoffenheimer Offensive zuständig sein. Eine halbe Stunde gespielt. Vom Aufsteiger kommt bis hier nichts. Jetzt mal der erste Vorstoß über Porat. Gegen den neuen Verteidiger Prass. Dann Pichler gegen Grilic. Nochmal Porat. Remberg. Holtby für Porat. Erster Abschluss für Kiel. Oliver Baumann ist da gegen Porat. Neuzugang aus Kaiserslautern auf der linken Seite bei den Kielern. Hoffenheim im Gegenzug mit Bülter. Loschek. Nochmal Marius Bülter. Knapp vorbei am Tor. Auffälligster Mann in der Anfangsphase. Marius Bülter. Dritte Chance für Hoffenheim. Die Gastgeber klar besser. Bei aller Euphorie in Kiel. Sportlich ist das bis hierhin äußerst wenig. Becker mit dem Ballverlust an Grischa Prömel. Bülter, diesmal Vorbereiter für Kramaric. Nochmal Bülter. Und Kramaric gegen Weiner. Auffälligster Mann bei Kiel. Im Tor der Störche. Diesmal gegen André Kramaric. Verdeckter Schuss. Toll gehalten von Kiels Torwart. Die Ecke danach für Hoffenheim. Aufgabe für André Kramaric. Buchert am Ball vor Prümmel. Zweiter Ball landet bei Stach. Und Bülter! Das 1:0 für Hoffenheim. Hochverdient durch Marius Bülter. Für ihn der vierte Abschluss. Jetzt passt er gegen Weiner. Weil Kiel die Ecke zwar gut verteidigt, den zweiten Ball aber überhaupt nicht rausschlagen kann. Ivesic am Ende geschlagen im Duell mit Marius Bülter und Weiner ist machtlos. Das, was Kiel lange Zeit vermeiden konnte, ist eingetreten. Der Rückstand in Hoffenheim und es ist im ersten Durchgang auch wirklich nicht mehr drin gewesen für Kiel. Kurz vor der Pause nochmal Luschek für Hoffenheim, Prümmel. Bülter fackelt nicht lange. Nächster Abschluss links vorbei am Tor von Weiner. Aber das ist eine starke Reaktion auch auf das Spiel gegen Würzburg. Nochmal Regionalligist im DFB-Pokal, der die Hoffenheimer in die Verlängerung gezwungen hat. Heute gegen Aufsteiger Kiel feiert Hoffenheim vor allem Marius Bülter. Bei den Kielern muss was passieren in Hälfte 2. Porat. Ballverlust an Kader Žabek. Keine 5 Minuten gespielt. Schon wieder Marius Bülter. Marius Bülter! Kiel wollte es besser machen. Kiel wollte offensiv in die zweite Halbzeit gehen und wird dann ausgekontert von Marius Bülter. Eine Einzelaktion, weil er Ivesic und Erras stehen lässt, mit einem Haken 2 Kieler rausnimmt und Weiner dann mit gutem Abschluss bezwingt. Hoffenheim 2:0 vorne und das ist
auch völlig verdient. Gute Stunde gespielt. Luschek, Bülter und Weiner aus allen möglichen Positionen, die Bilder ähneln sich. Dann geht Bülter raus, wird gefeiert von der Hoffenheimer Südkurve. Guter Auftakt in die Saison für ihn und Hoffenheim. Berisha eingewechselt für Bülter. 10 Minuten noch. Kiel muss irgendwas nach vorne machen. Horat, bisschen Glück. Pichler ist auf einmal durch. Das ist die Chance für Kiel. Für Pichler, Baumann. Pichler, unglaublich. Erst harmlos gegen Baumann und dann mit Volldampf an den Pfosten. Pichler scheitert am Anschluss für Kiel. Aber plötzlich geht's dann doch was bei den Aufsteigern aus Schleswig-Holstein. Diesmal Porat gegen Akpoguma. Finn Porat. Bis zur Flanke ist es gut. Es bleibt beim 2-0 für Hoffenheim. Kiel verliert das erste Bundesligaspiel. Hoffenheim feiert vor allem Marius Bülter mit gelungenem Auftakt in die Bundesligaspielzeit. Nachdem im Pokal vieles noch nicht geklappt hat, sah das heute deutlich besser aus. Beim Saisonauftakt für die Kieler geht es dann nächste Woche um den ersten Punkt, um das erste Tor, vielleicht ja dann beim ersten Bundesliga-Heimspiel in Schleswig-Holstein.